Jan, du musst mir jetzt zum Rathaus mit den Stadt nehmen. Der Froni ist ihr Auto kaputt gegangen und ich habe ihr meins gemacht. Okay, ich komme doch eh schon spät. Als wenn dich das hier gestört hätte. Also pack dich zusammen. Ich bin zusammenpackt. Was ist denn da passiert? Frau Menzel! Frau Menzel! Oh. Ist die Stadt hier? Das gibt's doch nicht. Was war's denn? Ich glaube, die Ortmann hat einen neuen Verehrer. Na lass sie doch. Ich lasse sie ja, aber was ist mit dem Hansen? So ein Mist, jetzt habe ich nicht aufs Nummernschild geachtet. Wo jetzt die Überprüfung war? Michi, ich find's einfach nur romantisch, jeden Morgen mit dem Auto in die Arbeit gebracht zu werden. Körper Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Ja? Ja. Aha. Wo? Ja. Hab ich. Danke, wiederhören, wir kommen. Gab er der Leich. Ja, ich weiß schon, Hartl. Es tut mir leid, aber den Tatort musst du jetzt übernehmen. Ich kann doch nichts dafür, dass ihr Panne habt. Bitte. Also gut, danke, bis später, servus. Und? Und. Bin ich ein Mechaniker oder was? So nicht. Ach doch. Na also, geht doch. Moin, Herr Mohr. Guten Morgen. Wer ist das Opfer? Die Tote heißt Ilse Menzel, 60 Jahre alt, Rentnerin und Witwe. Ein Buben hat's auch, den haben wir aber noch nicht erreicht. Hm, was ist passiert? Hansen. Deiner? Ja. Ist ein bisschen kompliziert. Das macht nichts. Auf den ersten Blick schaut's ja aus, als wäre sie von der Leiter gefallen, beim Glühbirnenwechsel. Sowas kann vorkommen. Aber auf den zweiten Blick ist es Mord. Interessant. Dann sehen wir uns drin drumherum um. Und ich werfe noch einen dritten Blick drauf. Wo der Kollege Hofer nur bleibt. Und drum springe ich für den Hofer ein. Der Hofer. Moin, moin, Frau Dr. Eckstein. Guten Morgen. Und Herr Hartl, auch wieder dabei. Ja, schaut's aus. Wie schaut's bei Ihnen hier aus? Tja, auf den ersten Blick sieht's wie ein Unfall aus. Aber die letale Verletzung hier, die stammt nicht vom Sturz. Und schauen Sie mal hier, den haben wir in Ihrer rechten Hand gefunden. Ein Manschettenknopf. Und sowas braucht man nicht unbedingt zum Glühbirnenwechsel, gell, Frau Doktor? Stimmt, Herr Mohr. Also auf den dritten Blick, Herr Mohr, sieht mir hier wirklich alles nach arrangiertem Setup aus. Setup? Ja. Wissen wir schon was über den Todeszeitpunkt? Ja, wir wissen, dass es gestern gegen 22 Uhr war. Hier liegt nur eine Kreditkarte herum und Bargeld. Ich glaube, einen Raubmord können wir ausschließen, meine Herren. Wer hat denn die Leiche eigentlich gefunden? Der Gärtner? Der Herr Behrendt? Tja, am Schluss war es immer der Gärtner. Der war gut, Frau Doktor. Entschuldigung, habt ihr vielleicht einen Schirm? Ich mache den Garten schon lang für Sie, seit halt Ihr Mann tot ist. Dürften jetzt so 4 Jahre sein. Aha. Aber es war nicht immer einfach mit ihr. Wie meinst du das? Ja, ich selbst habe keine großen Probleme mit ihr gehabt. Ja, das ist der Swimmingpool. Sie war sportlich, da ist immer geschwommen. Sie haben gesagt, Sie haben keine Probleme mit ihr gehabt. Ja, richtig. Ich nicht, aber fangen Sie mal die Nachbarn. Die kennen ja noch alle, die eine oder andere Geschichte sind. Zum Beispiel? Ah, Frau Langer, grüß Gott. Nein, ich kann da nichts Genaues sagen. Aber fangst du hier Kollegen? Da hat es kein Grillfest gegeben, wo es nicht gleich die Polizei angerufen hat. Machen Sie bei der Frau Langer auch den Garten? Ja, bis vor kurzem. Aber seitdem ihr Mann sie verlassen hat, macht sie ihn selber. Und ich sag Ihnen, ausschauen dort da drüben. So einen Manschettenknopf, haben Sie den schon mal gesehen? Nein.
Wo waren Sie gestern Nacht? Auf dem Junggesellenabschied von meinem Sohn. Dann geben Sie uns doch mal bitte Telefonnummer und Adresse von Ihrem Sohn. Das überprüfen wir. Schauen wir doch mal rüber, ob die Dame was mitbekommen hat. Michi, du checkst die anderen Nachbarn. Und dann rufst du da an. Beim Sohn von meinem Berend. Herr Hartl. Wie geht der Feier? Ja, Herr Hartl. Noch einmal. Frau Attmann, wollen wir heute zusammen Mittag essen? Ja, eigentlich gern, aber heute geht's leider nicht. Vielleicht gegen Ende der Woche? Ja, kein Problem. Gut. Ist wichtig? Die Post. Na, Ihr Termin heute Mittag. Ach so, ja, nein, also wird sich noch rausstellen. Schönen Tag noch. Mhm. Ihnen auch. Ja, Herr Hofer, was machen Sie da? Haben Sie einen Kaffee für mich? Ja, freilich. Super. Wollen Sie ein Stückchen Kuchen oder einen Kaffee? Gern. Nein, wollen wir nicht, danke. Den Kaffee habe ich gerade frisch gemacht. Nein, vielen Dank. Warum wir bei dem Wetter draußen sitzen müssen, weiß auch keiner, oder? Zum einen hat es drin vielleicht den aufgeräumt und den Sporten. Regnet es nimmer. Immerhin. Und von einem Tag auf den anderen hat mich mein Mann verlassen. Danke. Ja, er ist nach Spanien ausgewandert. Da denkt man, einen Menschen zu kennen, und dann macht er so etwas. Hübsches Modell. Das ist die Gorch Fock, richtig? Ja, die ist von meinem Mann. Hat er selber gemacht. Dann mal zurück zu Ihrer Nachbarin. Die Frau Menzel war nicht sonderlich beliebt, haben Sie gesagt. Wie gesagt, es wird immer schlimmer, seitdem Ihr Mann verstorben war. Aber seit mich mein Mann verlassen hat, muss ich sagen, dass ich sie immer besser verstanden habe, die Frau Menzel. Sie war eine einsame Frau. Aber die hat doch einen Sohn gehabt. Na, der Martin. Wissen Sie, der hat eine Boutique in der Fußgängerzone, aber die läuft ganz schlecht. Gerade gestern war er drüben. Er lässt sich ja ganz selten blicken. Und wenn, dann gibt's meistens Streit. So wie gestern übrigens auch. Aha. Haben Sie da mitbekommen, worum es ging? Na, aber da war noch etwas. Gestern Abend war bei der Frau Menzel auf dem Grundstück ein Mann, der hat lautstark herumkrakeelt. Haben Sie den erkannt? Na, bin ja schon im Bett gelegen. Und bis ich aufgestanden war und aus dem Fenster geschaut habe, war der Mann schon weg. Ärgerlich. Wissen Sie, wann das war? Es muss so kurz nach 10 gewesen sein, ja. Haben Sie diesen Manschettenknopf schon mal gesehen? Tut mir leid. Frau Langer, der Kuchen ist die reinste Bestechung. Danke. Na, habe die Ehre. Ja, grüß Gott, die Herren. Das war aber eine lange Tatortbegehung. Ja, mit Ihnen wäre es natürlich schneller gegangen. Das halte ich für Gerücht. Also, jetzt erzählen Sie mal bitte. Grüß dich, Stocke. Ah, servus, Hartl. Die Kollegen müssen relativ dringend den Sohn von einer Frau Menzel sprechen, die ermordete. Der hat eine Boutique in der Innenstadt. Ich kümmere mich drum. Gut. Und die Dame, die hat auch ein paar Anzeigen gegen ihre Nachbarn erstattet, wenn du die mal raussuchst. Gerne, Hartl. Ah, bevor ich es vergesse. Telefonliste von der Frau Menzel wäre natürlich auch sehr hilfreich. Liebend gerne. So. Herzliche Grüße von der KTU. Na, das ist aber schön. Herzliche Grüße zurück. Und der Bericht? Haben wir keinen, aber dafür haben wir zwei Fotos von dem Manschettenknopf. Und wisst ihr, was drauf gewesen ist auf dem Manschettenknopf? Erde. Erde? Erde. Was hat die Befragung der Nachbarn ergeben? Ein direkter Nachbar, der hört nichts. Ein Haus schräg gegenüber, das steht leer, bei der Frau Langer seid ihr gewesen und niemand weint der Frau Menzel eine Träne nach. Mhm. Bleibt euch nur dieser merkwürdige Manschettenknopf. Was ist da echt eingraviert? Soll das ein Wappen sein? Das finden Sie schon raus. Auf mich warten meine Kollegen im zweiten Stock und ein Leberkäse. Danke, Herr Hartl. Guten Appetit, Tobias. Wiedersehen. Ja, vielleicht kann uns da der 80er weiterhelfen. Soviel ich weiß, kennt sich der aus mit Wappen und Fahnen und dergleichen. Naja, das mag schon sein, aber. Aber dieses Wappen. Ich kenne doch da jemanden. Einen gewissen Herrn von Weizmann, ein ausgezeichneter Heraldiker. Der kann uns da sicher weiterhelfen. Das ist ein Wappenkundler, jemand, der sich mit sowas auskennt. Was Sie nicht sagen. Ich will nur helfen. Sie hätten Samariter, wenn Sie. Bitte, meine Herren. Ich gebe Ihnen dann Bescheid. An diesen Eindrücken kann man die Größe der Tatwaffe erkennen. Circa 3 Zentimeter. Ich tippe auf einen Hammer. Hammermörder? Hammer, sonst noch was? Ja, ich habe Gartenerde unter Ihren Fingernägeln gefunden.
Deshalb die Erde im Manschettenknopf. Du seid's ja. Das ist die Telefonliste von der verstorbenen Frau Menzel. Danke. Wenn ich mir eine Bemerkung erlauben darf, mir ist nämlich etwas aufgefallen. Die Frau Menzel hat gestern nur einmal telefoniert, nach Spanien, um genau zu sein mit dem Einwohnermeldeamt von Lorette de Mar. Dem Fräulein vom Amt ist das gleich aufgefallen, weil die Frau Menzel hat nämlich mit ihr nur Deutsch gesprochen, nicht einmal Englisch, was ja eigentlich wurscht ist, weil in Lorette de Mar, da reden sie ja sowieso alle Deutsch. Mhm. Ja. Auf jeden Fall hat sie sich erkundigt nach einem gewissen Anton Langer. Anton Langer? Das ist der Mann von der Nachbarin, bei der Hartl und ich Kaffee getrunken haben. Mhm. Ja, was wollte die Menzel von ihm? Das hat's mir nicht sagen können, das Fräulein vom Amt. Aber der Bub war da, der Martin Menzel, der ist im Büro. Arriva. Du bist ja ein ganz feiner. Schau mal, was es jetzt gibt da für dich. Ein Feini ist es. Na, was ist denn da los? Herr Hofer, darf ich vorstellen, das ist Didi, der Hund vom Herrn Menzel. Frau Stockel war so freundlich und hat meinem Hund ein Wasser gegeben. Grüß Gott, Martin Menzel. Grüß Gott, Herr Kommissar Hofer. Tag, Hansen. Ja, gehen wir doch durch. Didi, komm. Na, lassen Sie Didi ruhig mal bei der Frau Stockel. Ja, mich stört der überhaupt nicht. Ja, fein. Du, Michi, immer sagt mir schnell zur Verordnung. Ja, lass ihn da. Da gehst du mit mir. Da hast du recht. Bei dem darf ich auch nicht bleiben. Ich soll kein Polizeihund. Herr Menzel, wann waren Sie zum letzten Mal bei Ihrer Mutter? Das ist ungefähr 2 Wochen her. Aha. Also laut unserem Stand der Erkenntnis waren Sie erst gestern bei ihr. Wer sagt denn sowas? Waren Sie jetzt gestern bei Ihrer Mutter oder nicht? Das hat einer die Langer verzeiht, oder? Das soll sich einmal um ihren eigenen Kram kümmern. Also waren Sie da? Ja, ich war dort, aber nur ganz kurz. Was wollten Sie von Ihrer Mutter? Ich wollte mal Hallo sagen. Dachte, dass sie sich vielleicht freut. Stattdessen keift es mir an, weil der Didi wieder bei der Langer rumgelaufen ist. Deshalb hat Ihre Mutter sich aufgeregt, weil der Hund beim Nachbarn rumläuft. Mei, der hat da ein bisschen bei der Lange im Beet rumwuddelt, wie das Hund halt so machen. Und das war meiner Mutter halt saupeinlich, weil sie selber immer gleich wegen jedem Scheißpolizei anruft. Haben Sie Scheißpolizei gesagt? Ja, wunderbar. Moment. Ja? Frau Ortmann, das ist gerade für Sie abgegeben worden. Ja, legen Sie es dahin. Hm? Ja, dann sind wir uns ja einig. Komm. Ja? Ich kündige zum Ende des Quartals. Achso, mir wäre es übrigens wichtig, dass niemand so lange davon erfährt. Ihre Mutter hat öfter mit Spanien telefoniert. Hier, hören Sie mal. Hier. Hier. Sie wollte die Adresse von Herrn Langer erfahren. Von Herrn Langer, dem Nachbarn? Ja. Das wundert mich jetzt aber schon sehr. Wollte sie ihn vielleicht dort besuchen? Sicher nicht. Der hat Rosenheim schon seit 30 Jahren nicht verlassen. Vielleicht hat sie ein schlechtes Gewissen gekriegt. Weswegen? Ach, wegen ihr. Weil sie ihr Pappen nicht halten hat können, ist es ja bei den Langers auseinandergegangen. Das ist ja, ja. Das müssen Sie uns aber jetzt ein bisschen genauer erklären. Der Langer hat was mit einer anderen Frau gehabt. Und als der einmal bei ihm war, hat das meine Mutter mitgekriegt und nichts Besseres zum Tor gehabt, als das der Langer zu erzählen. Wie lange ist das her? Ungefähr 2 Monate. Und dann hat er sie verlassen? Na, sie hat ihn rausgeschmissen, soweit ich weiß. Ach so. Dann ist er wohl nach Spanien abgehauen. Sagen Sie, wo waren Sie gestern Abend gegen, sagen wir mal, 22 Uhr? Ich war in meinem Laden und habe Abrechnungen gemacht. Gibt's da Zeugen? Leider nicht. Schaut. Aber glauben Sie mir, ich hab meine Mutter nicht umgebracht. Haben Sie das hier schon mal gesehen? Das ist die Vergrößerung eines Manschettenknopfs, den Ihre Mutter in der Hand gehalten hat. Na, habe ich noch nie gesehen. Die Ordnung. Bist sicher? Ja, wenn ich das sag. Der Didi, du hast das auch gehört. Und wenn du mich fragst, das heute in der Früh war kein Spusi von ihr, sondern ein Headhunter. Also Stuckel, das wird aber jetzt immer besser. Ein Headhunter, das vielleicht noch abgeworben wird. Die kündigt, wirst du sehen. Danke, Frau Stockel. Gern geschehen. Ciao, jetzt ist Herrli wieder da. Geh mal. Ja, Didi, magst du bei mir bleiben? Didi, komm. Wieder schauen. Wir schauen. Wer kündigt? Die Frau Ortmann wird uns verlassen. Sie will kündigen, aber bitte nichts weitererzählen. Das ist noch streng geheim. Ja, das sind aber keine guten Nachrichten. Jetzt tun Sie mal nicht so, als würden Sie ihr nachweinen.
Na, gelegentlich kann sie ganz nett sein. Optisch ist sie ein Gewinn und wer weiß, was danach kommt. Aber wie auch immer, Michi, sei so gut und überprüfe mal die Vermögensverhältnisse von der Frau Menzel. Mich würde interessieren, wie viel ihr Sohn wirklich erbt. Ja, ist recht. Ja, und die Vermögensverhältnisse vom Sohn bitte auch gleich mit. Ja, ist recht. Ja, meine Herren, und ich habe auch noch was gefunden. Also, die Frau Menzel war keine Heilige. Die hat sich wirklich mit jedem Nachbarn gestritten. Und ich habe einmal recherchiert, ob auch gegen sie eine Anzeige vorliegt. Und ich bin fündig geworden. Schauen Sie mal her. Also, das sind nur die Kleinigkeiten. Aber mit einem Ulrich Fromm hat es einen regelrechten Nachbarschaftskrieg geführt. Da ging es um ein Baugenehmigungsverfahren, was die Frau Menzel unbedingt verhindern wollte. Und jetzt passen Sie auf. Der letzte Einspruch war vor 3 Tagen. Tasche, den sollten wir uns mal ansehen. Genau, das machen Sie. Ich gehe zur Frau Lange. Hat Ihnen der Herr Hartl von dem leckeren Kuchen erzählt? Also genau genommen hat er Sie nicht verlassen, sondern Sie haben ihn rausgeworfen. Der hat mich betrogen, nicht ich. Verstehe. Und seitdem haben Sie nichts mehr von Ihrem Mann gehört? Kein Kontakt, kein Telefonnummer, gar nichts? Das Letzte, was ich so vor 2 Wochen von ihm gehört habe, war, dass er sich ein Grundstück in Lorette Mar kaufen will. Lorette Mar? Ich frage mich, weil die Frau Menzel offensichtlich versucht hat, herauszufinden, wo sich ihr Mann aufhält. Wieso das denn? Ich habe gehofft, Sie können mir das erklären. Keine Ahnung. Auf jeden Fall müssen wir dringend mit Ihrem Mann sprechen. Tja. Sollte er sich bei mir melden, was ich allerdings bezweifle, dann werde ich ihm das ausrichten. Aber meinst du meinen Mann? Keine Routine. Aber ich muss sagen, die Kollegen haben nicht gelogen. Der Kuchen ist hervorragend. Dankeschön. Na, aber also, haben Sie ein Foto von Ihrem Mann? Der Hubert hat mir schon vom Mord von der Menzel erzählt. Von welchem Hubert reden Sie? Der Hubert Behrendt, der Landschaftsgärtner, der hier bei vielen im Viertel im Garten aushilft. Ach, den kennen Sie auch? Ja, sehr gut sogar. Ich bin der Pate seines ältesten Sohnes. Gestern Abend haben wir zusammen den Junggesellenabschied gefeiert. Verstehe. Sie haben laut unserer Akten kein besonders herzliches Verhältnis zu Frau Menzel. Laut Ihrer Akten? So kann man das ausdrücken. Worum ging es denn bei Ihrem kleinen Nachbarschaftsstreit? Um bauliche Veränderungen, die ich daheim vornehmen wollte. Alles im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Frau Menzel hat dabei von ihrem Recht Gebrauch gemacht, dagegen zu sein. Naja, was ja sehr ärgerlich für Sie ist. Ja. Sehr ärgerlich. Aber kein Grund, jemanden umzubringen. Sagt ja auch keiner. Und die anderen Leute auf der Junggesellenfeier, die können bestätigen, dass sie den ganzen Abend dort waren. Ja, selbstverständlich. Wo haben Sie denn gefeiert? Ja, das war keine große Geschichte, eigentlich nur die Thomas! Ja? Eigentlich nur die Familie. Wir waren im Times Square und haben ein paar Bier getrunken. Ich bin so gegen 11 nach Hause gegangen. Die anderen haben ein bisschen weitergemacht. Thomas, schau mal, das ist ja 25er, das haut nicht hin. Okay, alles klar. Mhm. Sagen Sie mal, haben Sie diesen Manschettenknopf hier schon mal gesehen? Na, nicht, dass ich wüsste. Na? Nein. Ja, gut, Herr Fromm. Danke Ihnen. Darf ich mir den hier mitnehmen? Ja, logisch, so viel Sie wollen. Ich brauche nur einen. Vielen Dank. Wiedersehen. Hallo. Herr Hofer. Frau Stockel. Ich hätte eine ganz wunderbare Aufgabe für Sie. Wenn Sie schon so anfangen, Herr Hofer. Es wäre total nett, wenn Sie die Kollegen in Lorette Mar anrufen könnten und eine Suchanzeige aufgeben. Lorette Mar in Spanien? Mhm. Und wieso haben Sie da? Passen Sie auf. Mit dem gewissen Anton Lange. Der will da angeblich ein Grundstück kaufen. Oh, vielleicht gibt es da eine Anzeige und Vermeldung oder irgend sowas. Hoffentlich verstehen wir die da überhaupt. Frau Stockel, Sie verstehen da auf der ganzen Welt. Herzliche Grüße aus der KPU. Die Untersuchung von dem Schuhabdruck. Das hat ja ganz schön gedauert. Ja, aber dafür ist es interessant. Der Schuh hat keinerlei Profil. Na, lassen Sie mal sehen. Herrenschuhgröße 43, Blattschnittform 2,5 cm Absatz. Kein Profil. Sieht ganz nach eleganten Schuhen aus. Wie man sie auf einer Feier trägt. Zum Beispiel bei einem Junggesellenabschied im Times Square. Angeblich war der Fromm zusammen mit dem Behrendt zur Tatzeit im Times Square. Mhm. Ich ja. Entschuldigung. Marie, was gibt's? Hm. Habt ihr nicht gelacht, das war Huster. Wo bist denn? Ist gut, ich bin gleich da. Fetti.
Meine Schwester hat eine Panne, beziehungsweise kein Sprit mehr. Mal nicht der Hof, wie kreativ. Witzbold. Herr Mohr, Sie könnten sich mal um die Kontoauszüge von der Frau Menzel kümmern. Freilich. Morgen. Sodala, das hast du jetzt wirklich verdient. Sonst darf ich da immer noch stehen. Das nächste Mal schaue ich gleich auf die Tankanzeige, wenn ich von da vorne mein Auto zurückkriege. Für dich doch gerne. Aber es hat eh passt. War ja Feierabendzeit. Um wen geht's denn in eurem neuen Fall? Eine gewisse Ilse Menzel. Okay. Die Menzel haben's umgebracht. Mei, das tut mir aber leid. Du hast die kennt? Ihren Mann habe ich kennt. Der war früher im Stadtrat. Aha. Der war schon ein bisschen älter. Sie war ja seine zweite Frau. Und der Sohn? Von wem ist der? Seiner? Aus erster Ehe. Aha. Der Martin ist aber schon früher ausgezogen, weil er mit ihr nicht kennen hat. Das ändert natürlich die Sachlage. Wie meinst du das? Die Familienverhältnisse. Also, der Stiefmutter bringt sich doch irgendwie leichter um als die eigene. Oh. Ja. Also, ich finde schon schade, dass die Ortmann jetzt geht. Ob immer klappt das zwischen euch zwei noch was wird. Machst du Witze? Die Frau ist Controllerin. Es reicht, wenn sie mir im Büro auf die Finger schaut. Ja, jetzt gibst du dazu, dass der fehlen wird. Es ist fehlen. Also, Hamburg fehlt mir auch. Trotzdem fühle ich mich hier wohl. Naja. Bisschen vielleicht. Na, also, geht doch. Na, was anderes. Du hast doch gestern einen Junggesellenabschied hier gehabt, hm? Ja, nur ein ganz junger Bursche im Wursche heiraten. Denn sie wissen nicht, was sie tun, sage ich da immer. Und? Nette Runde. Bis auf einen. Dem sind die Cocktails zu Kopf gestiegen. Sag mal, war der Geselle hier auch dabei? Na, genau, der war das. Hat sie den ganzen Abend einen nach dem anderen reingekippt und dann rumgerantelt. Hat irgendwie einen Ärger gehabt mit der Frau. Was sonst? Name von der Frau ist nicht gefallen? Ich hab keinen gehört. Aber wie hat er gesagt, wenn die so weitermacht, dann kann ich auch anders. Hm. Wann ist denn der gegangen? Ja, gegangen ist der nimmer. Geschwankt ist er so gegen 10. Was würde ich nur ohne dich machen? Ich bin ja da. Können wir jetzt bitte zahlen? Gern. Das ist interessant. Direkt vom Herrn Fromm kam das, ja? Und das Grundstück vom Nachbarn, können Sie dazu noch was sagen? Also was Größe angeht, Preis und so weiter. Ja, ja, genau. Ja. Schönen guten Morgen, Frau Stockel. Gibt es was Neues? Nein, die Frau Ortmann ist noch nicht angekommen. Ich meine jetzt weniger die Frau Ortmann, ich meine mehr den Herrn Langer. Ach so, ja, da habe ich mit Spanien telefoniert und ich muss sagen, das waren ganz reizende Kollegen. Ist es wahr? Ja, einer hat sogar ein bisschen Deutsch gesprochen, mit dem habe ich ganz nett geplaudert. Ach, das ist ja wunderbar, das freut mich, Frau Stockel. Aber sagen Sie, haben die Kollegen auch was rausgefunden? Na, nix, keine Meldung, keine Anzeige, nix von einem Anton Langer. Sagen Sie mal, hat der was mit dem Mordfall zu tun? Sagen wir mal so, er hätte ein Motiv. Ja, also, vielen Dank nochmal. Ja, wiederhören. Moin, moin, Herr Kollege. Guten Morgen, so früh schon so fleißig. Tja, folgendes. Der Fromm hat sich vertan. Laut Joe ist er nämlich schon um kurz vor 10 gegangen. Tausche, ja. Dann hat sich der Gärtner auch um eine satte Stunde vertan. Ja, mit dem habe ich auch schon gesprochen. Der hat sich angeblich verschätzt, weil er zu viel getrunken hatte. So, so. Aber immerhin, der Fromm hat kein Alibi. Jetzt bräuchte man halt ein Motiv. Sehen Sie, da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Und deswegen habe ich gerade mit dem Bauaufsichtsamt gesprochen und mal gefragt, was der Fromm da eigentlich auf seinem Grundstück machen will. Aha, und was haben die gesagt? Er hat das Grundstück seines Nachbarn aufgekauft. Und das ergibt mit seinem zusammen rund 1400 Quadratmeter Baufläche. Ich habe gedacht, er will nur anbauen. Tja, da hat er wohl geflunkert. Laut dem Antrag geht es nämlich um keinen Anbau, sondern um ein Mehrfamilienhaus. Voll gelogen, ey. Volle Kanne. Das sind die Kontoauszüge von der Frau Menzel. Das ist ganz komisch. Um 22 Uhr ist sie ermordet worden. Und um 22.42 Uhr, da war die letzte Abhebung. Fast eine Dreiviertelstunde später. Und ja, 3.000 Euro. Ja, mir gibt der Automat ja nicht her. Moment, die Karte hat doch im Haus gelegen. Hm? Ja, das heißt, der Täter bringt sie um, hebt mit der Karte Geld ab und bringt sie zurück. Das nenne ich mal einen korrekten Mörder. Vielleicht hat er sich gedacht, wir forschen gar nicht mehr nach, wenn er alles da ist. Und da hat er sich getäuscht. Am besten, du lässt einen Ausdruck machen von der Überwachungskamera. Jawohl.
Schönen guten Tag, Herr Behrendt. Grüß Gott. Das ist mein Kollege, Herr Hofer. Grüß Gott. Wir hätten da noch ein paar Fragen an Sie. Wenn es um den Ulrich geht, ich meine den Herrn Fromm. Ich habe mich da wirklich mit der Uhrzeit vertan. Das Problem ist nur, dass Sie durch eine Falschaussage die Ermittlungen behindert haben. Und da fragen wir uns natürlich, was da dahinter steckt. Am Ende haben Sie noch was mit dem Mord zu tun? Ich? Ja? Na, ich habe damit wirklich nichts zu tun. Gut, dann sollten Sie aber mit uns kooperieren. Erzählen Sie uns doch mal was über das Mehrfamilienhaus, das der Herr Fromm bauen will. Das wollte er verkaufen, wenn es fertig ist. An einer Immobilienfirma. Wollte. Die haben sie aus der Sache wieder zurückgezogen, weil er keine Baugenehmigung gekriegt hat. Wegen den Einsprüchen von der Frau Menzel. Die Geschichte kommen. Alle paar Wochen ist mit irgendeinem Blödsinn dahergekommen. Naturschutz, Ruhestörung. Damit ist sie durchgekommen. Ja, das nicht, aber bis das überprüft ist, das dauert ja immer ewig. Und für das Nachbargrundstück wird er auch einiges bezahlt haben. Ja, dafür hat er extra einen Kredit aufgenommen. 300.000 Euro, aber das hätte sich ja alles gerechnet. 2 Millionen wollten die ihm von der Immobilienfirma zahlen. Und dann ist er anstatt auf die Millionen auf einem leeren Grundstück und seinen Schulden sitzen geblieben. Na ja, verkaufen hat er es auch nicht mehr können. Muss man nicht lange überlegen, wer was hat vom Tod der Menzler. Allerdings. Herrn? Ach, ja, 80er, ich möchte nicht stören, aber ich bräuchte ein paar Unterschriften. Kommen wir mal rein. Bitte schön. So, was haben wir denn Schönes? Herr 80er, eine Frage. Gibt's bei uns in der Abteilung irgendwelche Veränderungen? Veränderungen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Warum fragen's? Oh, nur so. Auch nicht personeller Art. Nein? Wie kommen Sie denn da drauf? Gefällt's einer nicht mehr bei uns? Ach, doch, mir schon. Aha. Und wem nicht? Okay, Frau Stocke, mir kennen Sie es doch so. Naja, ich möchte jetzt auch der Frau Ortmann nicht vorgreifen. Frau Ortmann? Oh, habe ich Frau Ortmann gesagt? Allerdings. Ich glaube, die mich kündigen. Na, da schau her. Warum hätte ich sie denn umbringen sollen? Doch nicht wegen dieser lächerlichen Einsprüche. Na, aber vielleicht wegen dem geplatzten Deal mit der Immobilienfirma. Oder wegen den 300.000 Euro Schulden, auf denen sie sitzen geblieben sind. Davon haben sie uns ja gar nichts erzählt. Keine Absicht. Dann war ich vielleicht ein bisschen durcheinander. Ach so. Was das Alibi angeht, waren Sie wohl auch ein bisschen durcheinander. Ich verstehe nicht. Sie haben uns gesagt, dass Sie das Times Square um 23 Uhr verlassen haben. Tatsächlich sind Sie aber bereits eine Stunde vorher gegangen. Wirklich? Ja. Ja, das war mir gar nicht bewusst. Da war wieder Alkohol schuld. Natürlich. Der Alkohol. Thomas, das Gitter bleibt rum. Aber ich bin gleich heim und ins Bett. Herr Fromm, wir glauben Ihnen kein Wort. Ja, dann müssen Sie mir erst einmal was anderes beweisen. Herr Fromm, ich bin mir sicher, wenn man bei Ihnen zu Hause eine Durchsuchung machen würde, würden wir nur Schuhe finden. An denen wäre Dreck. Und zwar vom Beet von Frau Menzel. Herr Fromm, jetzt machen Sie es ja nicht so schwierig. Geben Sie es endlich zu. Ja. Ja, ich war da. Na also. Aber nur im Garten. Und warum waren Sie in dem Garten? Weil ich wütend war. Da buckelt man das ganze Jahr und baut sich was auf. Und dann versaut einem die Frau alles. Und dann haben sie ein bisschen randaliert. Und sie dann ermordet. Ja Gott, ich war's nicht. Herr Fromm, Sie haben uns bis jetzt nur angelogen. Warum sollten wir Ihnen jetzt glauben? Ich sag jetzt gar nichts mehr. Ich will meinen Anwalt sprechen. Ja gut, Herr Fromm, das wär's dann fürs Erste. Für heute wollen wir immer glauben. Aber halten Sie sich zu unserer Verfügung. Wiederschauen. Ja, Wiedersehen. Was sollte das jetzt? Na, es gibt da ein Detail, das wir leider übersehen haben. Ich bin jetzt immer neugierig. Naja, er war betrunken und wütend, das wissen wir jetzt. Und so schaut auch der Garten von der Frau Menzel aus. Ja, und? Er wird einen in so einem Zustand die Schuhe ausziehen, bevor er ins Haus reingeht. Also ich meine, er hätte bestimmt Dreck an den Schuhen, hätte Spuren hinterlassen müssen. Genau. Nur, wo Sie recht haben. Ach, meine Herren, wir schalten aus. Kommen Sie voran. Ja, 2 Schritte vor, 1 Schritt zurück. Ja, vielleicht kann uns ja der Herr von Weizmann weiterhelfen, dieser Heraldiker, der will sich ja heute noch melden. Herr Wappenkundler. Ja. Ja, hoffen wir es. Was anderes, ich habe da was läuten hören, eine Kollegin hier im Haus möchte aufhören. Die Frau Ortmann.
Wissen Sie da zufällig Näheres? Naja, nur das, was die Frau Stoppel erzählt hat. Ach, Herr Hansen, könnten Sie nicht vielleicht einmal bei der Frau Ortmann ganz dezent nachhaken? Ich? Naja, Sie haben doch auch privat schon mal mit ihr, bei mir ist das immer gleich so offiziell. Ja, also ehrlich gesagt. Vielen Dank. Herr Hansen, wenn Sie dann was wissen, sagen Sie mal Bescheid. Meine Herren. Dass Sie sich jetzt so überrumpeln haben lassen. Sie. Na, Frau Stockel, gibt's schon was Neues? Und zwar nicht wegen der Frau Hauptmann. Ah, wegen dem Langer? Tja, meine Herren, da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Spanien sucht, die Fahndung läuft, mehr geht nicht. Schön. Und wie schaut's mit seinem Bankkonto aus? Ja, da müssten wir doch sehen, wo er das letzte Mal Geld abgehoben hat. Was denn? Das läuft doch schon längst. Die Unterlagen sind angefordert und unterwegs. Mehr kann ich im Augenblick nicht machen. Super. Und wie schaut's mit dem Kaffee aus? Der läuft nämlich noch nicht. Lass es. Wir brauchen sowieso keinen. Stimmt. Ihr habt die Fotos von der Überwachungskamera? Da ist er her. Der Herr Menzel. Ja, und das war genau um 22.42 Uhr. Und dann hat er die Karten zurückgebracht ins Haus. Mhm. Also hat er seine eigene Mutter ermordet. Seine Stiefmutter. Ja, ich weiß schon, aber trotzdem wegen 3.000 Euro. Herr Hansen, der Mann hat finanzielle Probleme. Der macht gerade einen Räumungsverkauf. Sie meinen in seiner Boutique? Freilich. Na, wenn der pleite ist, dann kommt der Zugzwang. Der wollte Geld von seiner Stiefmutter haben. Und als ihm keins gegeben hat? Ist er rabiat geworden. Immer wegen dem verflixten Geld. Wir besorgen uns mal einen Haftbefehl. Ja, und ich werde mal die Sache mit der Ortmann hinter mich bringen. Mhm. Aber nicht vergessen, gell? Immer schön dezent bleiben. Hallo? Was will der hinter sich bringen? Ein Spezialauftrag vom 80er. Hallo, Frau Ortmann. So ein Zufall, ich wollte mir auch gerade was Kühles rauslassen. Ja, da sind Sie ja hier genau richtig. Ja. Und wie läuft's so mit der Arbeit? Geht so. Gefällt's Ihnen nicht mehr bei uns? Ich meinte, ich habe gerade nicht so viel zu tun. Ach so. Weil es ist ja auch wichtig, dass einem die Arbeit gefällt, die man macht. Ne? Sonst könnte man ja gleich woanders hingehen. Eine andere Firma, anderes Büro. Also ich meine, wenn Entschuldigung. Ja. Ortmann? Ja, einen Moment bitte. Entschuldigung, ich müsste. Ja, machen Sie. Diese Fotos sind keine 45 Minuten nach dem Tod Ihrer Mutter aufgenommen worden. Ihrer Stiefmutter? Ja. Und zwar in einer Bankfiliale, wo Sie mit Ihrer Scheckkarte Geld abgehoben haben. Die Scheckkarte lag allerdings dann wieder im Haus Ihrer Stiefmutter. Können Sie uns das erklären? Ich erkläre es Ihnen. Die haben Ihre Stiefmutter erschlagen, weil sie dringend Geld gebraucht haben, das sie ihnen nicht geben wollte. Das ist nicht wahr, ich hab's nicht umgebracht. Und wie kommt dann die Scheckkarte zurück ins Haus? Sie waren da. Na schön, Herr Menzel. Dann können Sie sich gleich mal überlegen, wo Sie Ihren Hund hingeben. Ins Gefängnis geht er nämlich nicht mit. Herr Menzel, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Ilse Menzel ermordet zu haben. Abführen. Jemand. Also gut, ich war da. Sag einmal, bist du ruhig? Was haben wir denn da? Das ist der Hund vom Herrn Menzel, der ist gerade im Vernehmungsraum und so lange passe ich auf ihn auf. Verstehe, dann nehme ich mal an, dass die Herren Kommissare auch im Vernehmungsraum sind. Ja, genau. Ach, wissen Sie zufällig, ob der Herr Hansen schon mit der Frau Ortmann gesprochen hat? Ich weiß auch nichts. Brav ist er. Dies mit der Boutique, das läuft schon länger nicht mehr gut. Da habe ich heute ein paar Kredite aufnehmen müssen. Als ich denen zurückzahlen habe können. Sind Sie zum Haus Ihrer Stiefmutter gefahren, um sie um Geld zu bitten? Wenn mein Vater noch da war, hat er mir auch immer was gegeben. Und wie hat sie reagiert? Ihre Stiefmutter. Die wollte mir ja gar nicht zuhören. Wenn dann noch der Didi zu lange über es mit das Buddeln angefangen hat, war dann ganz Schluss. Ihre Stiefmutter wollte Ihnen das Geld also nicht geben? Beschimpft hat's mich. Ich bin ein Versager und lauter so Sachen. Hat es mir einfach stehen lassen und es selber mitbekommen, um das Loch wieder zuzumachen. Das Ihr Hund gegraben hat. Und Sie? Ich bin gegangen. Ja, und da habe ich ein Portemonnaie gesehen. Das lag auf dem Gartentisch. Da habe ich mir heute Scheckkarten rausgenommen. Und die Geheimzahl? Die weiß ich noch von früher. Aha. Und wann haben Sie die Karte zurückgebracht? Gleich am nächsten Morgen. Ich habe mir gedacht, ich steck's zurück, bevor es wach wird.
Da ist dann gelegen. Im Wohnzimmer. Haben Sie den Schlüssel auch noch von früher? Genau. Das wäre jetzt das Einfachste gewesen, die Polizei zu rufen. Das liege jetzt genauso, nur da habe ich einfach Panik gekriegt. Wegen dem Geld und der Karten. Ich habe mir gedacht, am Ende entschuldigen Sie noch mich. Tja, da haben Sie richtig gedacht. Aber ich weiß nicht, ich hab's nicht umgebracht, das müssen Sie mir glauben. Das fällt uns schwer, Herr Menzel. Deshalb bleiben Sie noch ein bisschen hier. Bringen Sie den Herrn bitte in eine schöne Zelle. Und immer. Mein Hund. Hartmann. Herziger. Frau Hartmann, es ist mir da was zu Ohren gekommen. Sie wollen kündigen? Ich? Wie kommen Sie denn darauf? Nun, man redet davon. Ach, jetzt wird mir auch klar, was Hansen eben von mir wollte. Ja, das ist schon richtig. Ich will kündigen, aber nur meine Wohnung. Ach, so ist das. Ja, ich habe mich deswegen ein paar Mal mit einem Makler getroffen, um mich nach einer neuen umzusehen. Und jetzt hat's endlich geklappt. 120 Quadratmeter Altbau. Gratuliere. Das ist mal eine schöne Nachricht. Im doppelten Sinne. Denn ich hätte sie nur ungern verloren. Keine Sorge. Ich fühle mich sehr wohl hier. Das höre ich gern. Und nichts für ungut. Ich musste mich aber gewissern, ob an dem Gerücht was dran ist. Völlig klar. Ach, Herr Achtziger. Dieses Gerücht stammt nicht zufällig von Frau Stockel. Sag, ist der Herrchen in Untersuchungshaft? Ja, was machen wir denn jetzt mit dir, Didi? Na, sie schaffen das schon. Hundeflüsterin Stockel. Armes Hunderl. Ja? Hallo, Frau Stockel. Ganz kurz nur. Ja? Ich habe zum Ende des Quartals gekündigt. Falls noch irgendwas sein sollte, erreichen Sie mich unter dieser Adresse. Ja, Frau Ortmann, also das ging ja jetzt plötzlich, Frau Ortmann. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, deswegen sage ich es Ihnen ja auch, damit nicht irgendwelche Gerüchte aufkommen und Blödsinn herum erzählt wird. Ja, da muss man heutzutage schon wirklich aufpassen. Netter Hund, passt zu ihm. Schönen Tag noch. Schönen Tag. Didi, hab ich dir nicht gesagt? Wie geht? Eigentlich wird alles passen. Der Menzel Automotiv. Da war ein Haus. So, meine Herren. Also, dieser Heraldiker, der Wappenkundler, ja, hat sich gemeldet wegen dem Manschettenknopf. Also, dieses Wappen gehört nicht zu einer Familie oder einem Geheimorden, sondern zu einem Modellbauverein hier in Rosenheim. Und dafür teilen die Manschetten mit. Vielleicht als Dankeschön für langjährige Mitgliedschaft. Ob wir sowas angekriegen? Das könntest du doch mal bei der Frau Ortmann anregen. Ja, ich dachte, die gute Frau Ortmann hat gekündigt. Nein, das Ganze ist ein Missverständnis. Frau Ortmann will lediglich umziehen. Privat. Sie werden es also noch eine Zeit lang mit ihr aushalten müssen. Ich glaube, das schaffen wir. Ach ja, ich habe den Herrn Mohr beauftragt, eine Mitgliederliste von dem Modellbauverein zu besorgen. Ja, das nenne ich Einsatz, Herr Achtziger. Ich meine, vielen Dank. So, meine Herrschaften, es wird Sie bestimmt interessieren. Dass der Hund noch da ist. Ja, na, dass die Frau Ortmann gekündigt hat. Echt? Ja, was? Die war gerade bei mir und hat mir das persönlich gesagt. Herr Stockel, die hat ihre Wohnung gekündigt, nicht ihren Job. Das ist ein Missverständnis, das Ganze. Ja, aber die war doch gerade bei mir und hat gesagt... Weil wir sie sauber auf den Arm genommen haben. Also, das ist ja wohl das Letzte. Die komm. Marie, was willst du denn? Unsere Kia ist ein Ausbrucher! Herrschaftszeiten schon wieder. Ja, Richtung Staatsstraße! Ja, ich komm. Vierte. Aber schnell, sie fix! Ich muss los. Meine Kia sind schon wieder ausgebüxt. Und dass wir vorher den Fall lösen, gell? Ist zwar schwer ohne sie, aber ich gebe mir Mühe. Na, das erste ist eh klar und das zweite will ich schwer hoffen, gell? Frau Stockel? Ja. Frau Stockel? Wie sieht's denn mit dem Langer aus? Haben Sie da schon so eine Bankbewegung überprüft? Ja, ich hab da schon überprüft, aber ich bin da nicht ganz schlau draus geworden. Der war wohl nie in Spanien, hm? Naja, eigentlich war er nirgendwo, zumindest in den letzten 2 Monaten. Können Sie sich da vielleicht ein bisschen genauer ausdrücken? Das ist doch ganz einfach. Der hat nirgends Geld abgehoben. Weder hier noch in Spanien. Und da frag ich mich doch, wovon lebt der Mann? Und da hab ich... Schaut's, was ich da hab! Hobel geht die Welt zur Kunde. Eine Mitgliederliste vom Modellbauverein. Ah ja. Und? Und wer ist da eingetragenes Mitglied? Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Herr Hansen, da schauen Sie her. Ach
sieh mal einer an. Unser verschollener Nachbar, der Anton Langer. Seit 1979. 71? Ja, genau. Macht nichts. Ja, natürlich das Modellboot in seinem Haus. Und der Manschettenknopf ist seiner. Entschuldigung, eigentlich wollte ich auch noch was sagen. Ja. Und zwar habe ich herausgefunden, dass am Langer seine Rente nach wie vor auf das gemeinsame Konto überwiesen worden ist. Ich glaube, die Langers haben sich getrennt. Vielleicht haben sie sich ja getrennt, aber nicht so, wie wir denken. Die Menzel ist doch rüber in den Garten von der Langer, um das Loch von Didi zuzubuddeln. Ja. Was hat sie da in der Hand gehabt? Der Manschettenknopf vom Langer. Der eigentlich spurlos verschwunden ist. Als ob es ihn gar nicht gab. Das heißt, sie hat den Manschettenknopf gar nicht dem Mörder abgerissen, die hat ihn im Garten der Langers gefunden. Da frage ich mich, was da noch liegt. Oder wer? Vor 25 Jahren waren der Anton und ich verheiratet. 25 Jahre. Und dann erfahre ich von der Menzel, dass sie sich hier mit einer anderen vergnügt hat, während ich auf Kur war. Das müssen Sie einer vorstellen. Ja. Und dann? Der wollte mich auf die Straße setzen. Da habe ich die Fassung verloren. Ich habe zugeschlagen. Und damit keiner was merkt, haben sie ihn vergraben. Und dann haben sie erzählt, die hätten sich getrennt. Die Frau Menzel hat was mitbekommen. Wegen dem Hund ihres Sohnes. Plötzlich ist er gestanden. Und hat gegraben, vorgestern Abend. Genau da, wo der Anton liegt. Und wie ich sie gefragt habe, was sie da macht, ist sie einfach wieder zu sich rüber. Dann bin ich ihr nach. Und dann wollten sie ablenken mit diesem vorgetäuschten Haushaltsunfall. Ich wollte es nicht umbringen. Wirklich nicht. Ja, das können Sie alles dem Richter erzählen. Frau Langer, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Ihren Mann und Ilse Menzel ermordet zu haben. Kathi, Frau Langer, wenn Sie bitte mit der Kollegin mitgehen möchten. Kommen Sie mit. Tja, wer hätte das gedacht? Die freundliche Frau Langer. Tja, aber einen guten Kur hat gemacht. Haben Sie auch?